die Romane, die Alfred Hitchcock verfilmt hat. Ich bin ein wahnsinnig großer Alfred Hitchcock-Fan. Für mich gab es eigentlich und gibt es immer noch kaum einen Regisseur, der besonderer seine eigenen Ängste und seinen Humor und seine Obsessionen in Filme verwandelt hat. Also die Szene in Psycho, man geht nicht mehr in die Dusche, ohne an diese Szene zu denken. Die Vögel, bei Anruf Mord, es gibt so unglaublich viele Filme. Insgesamt hat er ja über 50 Filme gedreht und eigentlich sind alle Meisterwerke. Und als ich anfing, mich wirklich so in dieses Thema hineinzuknien, habe ich festgestellt, dass 42 seiner über 50 Filme auf literarischen Vorlagen basieren. Und darum dachte ich, das ist doch ein absolut super, sozusagen, Wink des Schicksals, eine Hörbuchreihe zu starten mit diesen Stoffen. Und das habe ich gemacht. Inzwischen sind 10 Hörbücher erschienen. Es wird weitergehen, weil immerhin habe ich ja 42 abzuarbeiten. Und aus dieser Reihe möchte ich heute 5 Ausschnitte lesen und 5 sozusagen Romane vorstellen, die Hitchcock verfilmt hat. Und teilweise ja ganz anders als die literarische Vorlage. Darum ist es für Leute, die sich für den Film auch interessieren, sehr spannend, den Film mit dem Buch zu vergleichen. Und das Interessante war für mich unter anderem auch, ich mache in Hamburg eine Lesereihe, einmal im Monat trete ich da an den Kammerspielen auf und stelle jeweils ein Buch vor mit einem Musiker zusammen und es wird ein kleiner Trailer aus dem Film gezeigt. Und die Hörbücher dauern teilweise ja, also das Neueste, was gerade erschienen ist am Montag, dauert 9 Stunden. Und das muss man dann kürzen auf 1,5 Stunden. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Also das habe ich heute nicht geschafft. Ich lese wirklich nur Ausschnitte, weil sonst würden wir noch in mehreren Jahren hier sitzen.